Fans und willkommen zu diesem neuen Video und zum zweiten Part Green Hell. In diesem Part Green Hell wollen wir die Story weiterspielen, beziehungsweise wir haben sie ja noch gar nicht wirklich angefangen, denn momentan sind wir ja nur dabei, uns am Leben zu erhalten, beziehungsweise uns aufzupäppeln, nachdem wir mal wieder gestorben oder in Ohnmacht gefallen sind. Wir wollen unter anderem auch unseren Unterschlupf weiter ausbauen, dass wir dort wenigstens so unsere Grundessentials haben, damit wir uns dann auf die Reise begeben können, um demnach die Story weiterzuspielen. Ich bin gespannt, wie weit wir da heute kommen werden und ja, hoffentlich ist ja für euch auch irgendwas Spannendes dabei und wenn nicht, dann wird es, glaube ich, umso lustiger. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß. Das hier ist ja unsere Anfangsbase. Die ist jetzt ja schon mal so fürs Erste, ist natürlich schon geil. Wir haben beide ein Bett, wir haben ein Lagerfeuer, wir haben einen Holzkohlehaufen, weiß noch nicht so ganz genau, wofür das jetzt so toll ist. Dann haben wir hier Lehm-Dingensbums. Wir haben ein Vollvoll. Wir haben Betten. Ach, habe ich schon erzählt. Und wir haben eine Kiste. Jetzt ist die Frage, ob wir als nächstes so ein richtiges Haus machen. Aber das werden wir wahrscheinlich woanders machen, weil hier ist ja kein Platz. Ne? Wir müssen eigentlich bald jetzt mal auf Expedition gehen. Und dafür würde ich sagen, um auf unsere erste Expedition zu gehen, um auch die Story ein bisschen weiter zu spielen, müssen wir uns auf jeden Fall krass ausrüsten. Also wir müssen krasse Sachen jetzt sammeln und looten. Oder? Ja, das und ich muss definitiv bei meiner Gesundheit, also ich habe ja diese Schürfwunde immer noch, ist mir gerade bewusst geworden, wir müssen mal eben ganz schnell Verbände finden. Oh ja, ich bin aber gleich, wäre ohnmächtig geworden, wäre ich jetzt nicht schlafen gegangen, von daher würde ich sagen, schlafe ich mal eben eine Runde. Okay, jetzt wird ganz, ganz krass gelootet. Leute, ich loote jetzt hier diese Insel auseinander. Ne, ist ja gar keine Insel, was auch immer, wo wir hier uns gerade befinden. Shit, hier ist ein Puma. Kommst du jetzt hier hingerannt? Ich habe gelesen, ich habe gelesen, man muss sich langsam fortbewegen. Ich hätte auch sonst einen Speer. Ich bin nämlich... Oh mein Gott. Thirsty. Bist du tot? Oh, shit. Ja, ich bin tot. Mann, ich dachte... Habe ich den getötet? Was machst du denn wieder? Ja, ich bin eventuell ohnmächtig geworden. Ja, das habe ich jetzt auch verstanden. Dann let's go. Wir müssen jetzt leider am Jahr... Der macht das schon wieder. Jaguar. Ja, jetzt habe ich auch Fieber und alles. Ich tue meine Sachen weg. Ich verstehe das nicht. Der drückt immer irgendwas. Also, ich drücke das ja nicht extra. Ich verstehe das nicht. Ich stehe da nur drüber, möchte was öffnen. Und dann... Oh, diesmal bin ich aber schnell gestorben. Schnappt. Wie? Schlafen. Ja, gute Nacht. Ich bin eventuell ein bisschen AFK grad. Mann, Caroline, weißt du? Ja, du hast gerade noch gesagt, was machst du denn? Ja, ich war hart am Arbeiten, das sieht man jetzt gerade. Juhu, ich weiß auch nicht, wie lange sie noch in Urlaub, In Urlaub? Wie oft sie noch in Ohnmacht fallen möchte. Ja, den muss ich jetzt erst pennen. Oh Gott. Ich hab schon angesetzt zum Rodeln. Ich kann es nicht. Hab wieder was gehört. Das ist doch eine Belastung. Wenn du den hörst, ich will mit dem kämpfen. Weil wir haben ja eh keine Verbände. Also kann ich mich eh nicht heilen. Nadine! Da ist er. Lado! Bist du jetzt mitgekommen? Oh, da kommt doch ein Boomer um die... Warum kommt denn noch ein Boomer um die... Ich hätte den killen können. Wie spät ist es denn jetzt hier? Okay, dann stelle ich doch jetzt mal her. So, zuallererst gibt es eine Halterung für Seile. Was? Ich wollte gerade schlafen gehen. Ich bin nur noch nicht schlafen gegangen. Nein! Halt, stopp! Halt, stopp! Nadine, komm ganz schnell nach Hause. Da kommt ein Krieger. Nein, der macht unser Haus kaputt! Ja, hau ihn um! Versuchst zu kämpfen. Kämpfst! Schnell! Ja, wir haben... Wenn du so verletzt bist wie ich, definitiv. Nur die Axt behalte ich dann. Ach, können wir irgendwo Stöcke schon lagern?
Da war ich dran, bevor... ja, ich kann es dir sagen, Caro, es ist hier alles wirklich ganz schlimm. Weil das hier uneben ist, kannst du hier schon mal gar nichts platzieren, dann kann ich es hier oben weitermachen. Mann! Da kommt schon wieder einer! Nein! Caroline macht unsere Sachen kaputt! Ich bin tot! Caroline macht unsere Sachen kaputt! Nein, versuch! Ah, schade. Ich mache jetzt einen Halter für normale... Da steht immer Pflanzen schneiden. Ich will doch die Pflanzen schneiden, aber ihr lasst mir sich ja nicht schneiden. Ja, ich hab Kohle. Ist cooler, also oder zumindest ich möchte ja nicht von allen Menschen sprechen. Der Anfangsstruggle, den erfährst du nie wieder in Ark zum Beispiel. Ich denke so gerne an unsere ersten Ark-Streams zurück und wir sind da hunderte Male gestorben, aber es war so witzig. Das hat mir so viel Spaß bereitet. Also ist klar, es muss nicht jedem Spaß bereiten, aber wir werden diese Zeit nie mehr erleben. Und deswegen finde ich auch gerade das so cool. Also klar, man ist vielleicht dann auch mal frustriert oder so, aber das gehört irgendwie dazu, finde ich. Also das ist einfach cool. Ja, das stimmt schon. Weil irgendwann bist du ein Pro und dann wird's, finde ich, langweilig. Also nicht langweilig, aber dann spielst du es auch nicht mehr so häufig und so. Ja, dann findet man halt immer so andere Dinge, die einen dann den... So klasse Missions und so, aber... Genau, dann macht man Challenges oder keine Ahnung was, weil sonst hat man schon alles dann gemacht. Könntest du mich bitte befreien? Befreien? Ja. Och man, Caroline! Ja, ich bin am Ende, Nadine. Ich bin am Ende meiner Taten. Freut mich. Ich kann nicht glauben, ich nicht mal mehr heilen. Doch. Ich höre den, Nadine. Dann hier rechts. Steht! Wir müssen angreifen! Okay! Okay, wir kriegen den hin, wir kriegen den hin, wir kriegen den hin! So ich krieg den nicht mehr hin. Das ist eine Lüge, da steht, drehe eine Raubkatze nie den Rücken zu und fliehe, so wirst du zu einfacher Beute. Okay, aber jetzt kommt der Clou. Bewege dich stattdessen langsam rückwärts, um einen Angriff zu vermeiden. Das ist so eine Lüge. Ich habe das letztens ausprobiert. Der hat trotzdem angegriffen. Das war denn so Latte. Ja, hast du überhaupt was mitgenommen? Eine Axt nur. Wir gehen ab jetzt einfach immer so ganz rechts außen hier vorbei, weil wir wissen ja, es kommt immer der blöde Ding. Oder gehen wir hier rechts mal hoch? Wir müssen ja mal langsam ein bisschen auf Expedition gehen. Ja, dann halt in der Nacht mal wieder. Gar kein Problem. Das kennen wir doch, das machen wir doch in jedem Spiel so. Ja. Leider stimmt das. Ich brauche halt ein paar Steine. Ah, hier. Kommt ja wie gerufen, du. Da ist gerade eine Kokosnuss runtergefallen, aber können wir jetzt nicht mit schlecht mitnehmen. Oh, ich habe keine Liane. In Verwendung, genau. Ja. Okay, jetzt stelle ich... Ich habe keinen Stock. Oh. Ja, Daffy, das ist doch ein gutes Zeichen, wenn er sich vernachlässigt fühlt. Wer? Der Mäßig-Counter. Ja, das heißt doch, dass ich mir das schon wieder ein bisschen abgewöhnt habe. Ist doch schön. Jetzt kommt's aber wahrscheinlich wieder, jetzt wo dein Gehirn das wieder aufgenommen hat. Ja, mein Gehirn. Dein Gehirn. Das blöde Gehirn. Bist du durch das Dings einfach hier gelaufen? Ich hab ja keinen Vertrag mit, ne? Okay, hier ist einfach nur... Wenn du mir noch eine Liane gibst, kann ich dir auch eine Axt machen, ne? Ja. Oh, warte, ich hab Egel. Ja, ich geb dir sofort Lianen. Ich hab so viel Essen, ne? Eigentlich muss ich das nach Hause bringen. Gar nichts. Okay, warte, ich geb dir eben die Dinger. Wo bist du? Okay, ich hab's selber jetzt. Okay. Da vorne sind Treppen oder so, Nadine. Oh ja, dann ist da... Vielleicht finden wir da gute Sachen.
Ja, kommst du eben her? Ich gebe dir Essen. Also ich habe so viel, was ich dir geben kann. Okay. Hier einmal eine Axt und jetzt gebe ich dir ein bisschen Essen. Reicht erstmal, oder? Ja, danke schön. Herzlichen Dank. Okay. Okay. Oh, wenn ich jetzt sterbe, wäre bad. Ich habe so viel Zeug. Ja. Lass mal hier besser drüber springen, weil wir sollen echt über Gewässer. Ich höre da aber was. Egal. Wo hast du jetzt genau. Ja, nochmal hier drüber. Und dann links. Da ist was. Wir müssen bestimmt leise sein. Okay, psch, psch. Zeremonielle Schüssel. Oh mein Gott, das ist eine Aufgabe. Oh mein Gott, das ist ein Stammesdorf. Wir sind die blösen Dinger. Kann ich das hier alles bitte erkunden? Ich möchte herausfinden, wie ich das machen kann hier. Das will ich. Ah nee, das haben wir bestimmt schon, oder? Verbrannter Rück. Oh mein Gott, hier ist eine Hängematte und Nadine, alles. Ich habe Karten oder so. Oh, ich hab was, was man lesen kann. Ich lese vor, ja? Ja. Für alle religiösen Rituale und Heilungszeremonien des Yabuaka-Stammes wird ein halluzinogenes Gebräu benötigt, das Ayahuasca genannt wird. In der Quechua-Sprache bedeutet es Liane der Seelen. Es enthält Bestandteile der Lianenart Banisterciopsis capi, die Haman Alkaloide genannt werden. Diese Substanzen allein besitzen schon halluzinogene Eigenschaften. Doch um die Wirkung des Ayahuasca zu maximieren, werden noch weitere Zutaten hinzugefügt. Eine Liane namens Diplopterkis cabreana, die ähnliche viele Halluzinogene enthält, sowie die Blätter der Pflanze Psychotria viridis und mehrere andere Arten, die in Südamerika beheimatet sind. Die Rezepturen sind mannigfaltig und jeder Schamane mischt seine Ayahuasca individuell zusammen. Aus diesem Grund unterscheiden sich die Effekte der Mixtur oft dramatisch. Egal welche Spezialzutaten später hinzugefügt werden, die Grundlage des Gebräus ist immer Banisteriopsis capi. Diese wird zunächst gereinigt und dann so lange mit Holzschlägeln geklopft, bis nur noch dünne Fasern übrig sind. Die Fasern werden in einem kleinen Wasserkessel gegeben und über offenem Feuer erhitzt. In der Zwischenzeit werden in separaten Behältern Sude der und andere Zutaten vorbereitet. Zum Schluss werden die Flüssigkeiten miteinander vermischt und erneut gekocht, bis das meiste Wasser verdampft ist. Die Zubereitung des Gebräus dauert normalerweise den ganzen Tag und die Zeremonie, bei der es getrunken wird, die gesamte Nacht. Ayahuasca darf nur im Beisein eines Schamanen getrunken werden, der außerdem als Führer dient. Der Effekt psychedelischer Substanzen hält normalerweise mehrere Stunden an. Währenddessen erleben die Zeremonieteilnehmer eine spirituelle Offenbarung. Erstaunliche Visionen offenbaren ihnen den Sinn und die wahre Natur des Kosmos und den Grund für ihr Dasein. Viele von denen, die Ayahuasca getrunken haben, berichten von einer völligen Verwandlung und sagen, dass sie das erlangte geheime Wissen nutzen wollen, um zu neuen, besseren Menschen zu werden. Einige wenige Leute reagieren negativ auf das Halluzinogen und leiden unter Albträumen oder sogar grauenvollen Visionen. Doch für die meisten bleibt es eine tief religiöse Erfahrung, die sie der Natur näher bringt. Alter, ist noch saulang der Text. Ja, lass einfach. Okay. Also, wir haben auch im Tagebuch jetzt ganz viele neue Sachen stehen. Und wir haben auch, geh mal auf M. Wir haben jetzt auch eine Karte. Ja.
Oh mein Gott, wir haben jetzt auch eine Karte. Jolly, vielen Dank für 10 Bits. Bin jetzt im Lurk, wünsche euch noch viel Spaß, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank, Jolly. Dankeschön. Habt noch einen schönen Abend. Ciao. Und danke für deinen Lurk. Okay, okay, okay. Das war schon mal richtig gut, dass wir das hier gefunden haben. Sollen wir hier hinziehen dann direkt? Willst du hier hinziehen? Hier hast du halt schon richtig viel, was man nicht mehr bauen müsste, ne? Hier können wir ja jetzt auch für den Übergang ganz gut machen. Ich weiß ja, halt gut. Nur nicht, wo wir wohnen. Das ist halt nicht auf der Karte markiert. Wir müssen wieder zurückfinden. Aber meintest du nicht, du hast dir die Koordinaten aufgeschrieben? Ja, ich weiß, wie wir zurückkommen. Ich bin da, wo wir unsere Stöcke aufbewahren, hingeflogen. Hands up! Ich bin ohnmächtig, Nadine. Geil, wir haben jetzt so ein Trockengestell und sowas alles. Trockengestell. Steinring. Crazy. Wir haben einfach schon was entdeckt. Ja. Und wir haben jetzt hier unser Lager. Ist jetzt schon, also kann man mitarbeiten, würde ich behaupten. Ja, kann man voll so machen. Kann man voll so machen. Kann man voll so machen, yo. So, ihr Lieben, wir haben tatsächlich ja, ich denke mal, den ersten Schritt der Story geschafft. Wir haben den Place gefunden, wo, glaube ich, Mary oder Mia vorher mit dem Stamm war, was jetzt komplett leergefegt ist. Wir haben neue Sachen dadurch gelernt, sind vorher eventuell noch ein paar Mal gestorben und Caroline eventuell so ein, zwei Mal in Ohnmacht gefallen. Wenn ich das mal so an dieser Stelle sagen darf. Ich meine, ich glaube, ich habe es eingeblendet, wie oft sie ungefähr in Ohnmacht gefallen ist. Ja, es war auf jeden Fall super, super witzig. Ich bin super gespannt, wie die Story weitergehen wird. Wir werden beim nächsten Mal dann auf jeden Fall gucken, dass wir ein paar Stellen der Story weiterspielen können. Beziehungsweise wir haben ja auch so Aufgaben in unserem Tagebuch bekommen, die wir dann erfüllen werden. Also es wird wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Green Hell spielt, spielt ihr auch die Story und wie lange habt ihr gebraucht, um das erste Ritual durchzuführen? Ich glaube, das ist ja ein Ritual, was wir durchführen müssen. Da bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt. Ihr könnt dem Part auch gerne einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt uns aber natürlich auch abonnieren und die Glocke aktivieren, so verpasst ihr kein neues Video mehr auf unserem Kanal. Schaut auch super, super gerne auf Instagram vorbei. Da gibt es nämlich immer sehr, sehr, sehr coole Reels und Fotos und Stories, fernab von YouTube. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaut auch gerne vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!